Noch in diesem Jahr will die Stadt Zwönitz einige umfangreiche Umbaumaßnahmen am Technischen Museum Papiermühle in Niederzwönitz durchführen. Bevor es aber soweit ist, können Interessierte noch einmal reinschauen und die Ausstellung über Messtechnik des ehemaligen Messgerätewerks Zwönitz besuchen. Hier haben wir die Messgerätewerk-Ausstellung, die im Februar diesen Jahres letztmalig zu sehen ist. Denn das Messgerätewerk war der bedeutendste Betrieb von Zwönitz. War also ein Kombinat. Die haben bis 1994 gearbeitet und hauptsächlich medizintechnische Geräte hergestellt, aber auch Tonbänder, Oszillographen und Fernschreiber. Am 11. und am 18. Februar sind ehemalige Mitarbeiter des Messgerätewerkes hier zugegen und die werden dann nähere Auskünfte auch zu den Geräten und zu ihrer Arbeit geben. Der Hans Geisler, also der dann am 18. da ist, der war übrigens Redakteur der Betriebszeitung Magnet und er kann auch dort dazu Auskünfte geben. Rund 2000 Mitarbeiter waren im Messgerätewerk Zwönitz beschäftigt und arbeiteten eng mit der hauseigenen Entwicklung zusammen. Zu nennen sei hier die Entwicklung der künstlichen Niere, der Dreikanal-Elektrokardiograph und die Fernschreibtechnik. Die Ausstellung gibt aber auch darüber Auskunft, wie der Betrieb in Zwönitz angesiedelt wurde. Das Messgerätewerk Zwönitz entstand ursprünglich aus einem Siemenswerk in Berlin. 1944 wurde das dort stark bombardiert und weil es ein kriegswichtiger Betrieb war, wurde es dann nach Zwönitz verlagert. 5 Berliner Mitarbeiter bekamen mit der Fahrkarte nach Zwönitz den Auftrag, hier die Entwicklung und die Fertigung dieser Messgeräte aufzubauen. Hier sehen wir nochmal an der Tafel den Verlauf der Entwicklung. 1945 wurde der Betrieb dann vom sowjetischen Militäradministration übernommen. Herr Wasilenko war dann der Chef des Messgerätewerks. Und dann kann man das ja so weiter verfolgen bis hin zu den DDR-Zeiten. Und 1994 war dann leider Schluss. Bis dahin hatte die Messtechnik aus Zwönitz national wie auch international schon einen guten Ruf erlangt. Das belegen zahlreiche Diplome und Medaillen in der Ausstellung. Die Sonderschau im Technischen Museum der Papiermühle Niederzwönitz ist mittwochs bis samstags von 10 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Sonntags in der Zeit von 12 bis 17 Uhr. Schon jetzt sind die Museumsmitarbeiter auch mit einer neuen Osterausstellung beschäftigt. Antje Henkel macht schon mal neugierig darauf. Als nächste Sonderausstellung möchten wir im Technischen Museum Papiermühle eine Osterausstellung zeigen mit historisch geprägten Pappen. Man sieht hier, man hat also in den 30er und 40er Jahren die Pappe geprägt zu Schmuckelementen, manchmal auch für Schaufenster oder eben auch für den Hausbedarf. Wie zum Beispiel hier diesen Osterhasen, der ist Ihnen bestimmt noch bekannt. Dann kann man nämlich den Kopf abnehmen und mit Naschereien füllen. Und der wurde eben auch aus Pappe hergestellt. Sieht hier, man hat zwei Formen. Es wird hier zusammengefügt, ausgeschmiert mit Pappmaché und dann angemalt. War eine aufwendige Arbeit, wird natürlich heute kaum noch gemacht. Es gibt noch einen Mann in Thüringen als Geheimtipp, der das noch so macht. Und diese Leihgaben haben wir also alle von der Familie Meine, die Kulturscheune in Burkhardsdorf. Die Kinder können im Außenbereich der Mühle Naschereien suchen und auch selber Papier schöpfen mit Ostermotiven, also selber Osterschmuck aus handgeschöpftem Papier herstellen.